Fiese Eierklatsche, Südkorea-Kicker nach WM ausgeworfen. Ein herzliches Willkommen? Davon konnten die Spieler der südkoreanischen Fußballnationalmannschaft nur träumen. Eigentlich hatte sich das Team von Trainer fest vorgenommen, bei der WM 2018 wenigstens die Knockout-Runde zu erreichen. Geholfen hat das große Vorhaben letzten Endes aber nichts, trotz des 2:0-Sieges gegen Deutschland mussten sich die Ostasiaten nach der Vorrunde aus dem Turnier verabschieden. Für die Fans ein Unding, sie empfingen ihre Landeskicker mit einer fiesen Lebensmittelattacke. Kaum in der Heimat gelandet, schon musste das Team laut Bild in Deckung gehen. Mehrere entrüstete Fußball-Liebhaber konnten ihre Enttäuschung einfach nicht im Zaun halten und bewarfen ihre Nationalmannschaft mit einer Vielzahl an Eiern. Obwohl sie wohl lieber in Jubel als in den biologischen Hartschalenprodukten gebadet hätten, trugen die Spieler die fiese Eierklatsche mit Fassung. Verletzt wurde übrigens niemand. Es tut uns leid für unsere Fans, dass wir unser Versprechen, die Knockout-Runde zu erreichen, nicht gehalten haben, zeigte sich Ex-Bundesliga-Stürmer Heung-min Son enttäuscht. Auch Trainier zeigte sich von dem frühen Turnier aussichtlich geknickt, ich wollte nicht vor Juli zurückkommen. Es ist enttäuschend, dass wir jetzt schon im Juni zurück sind, betonte der stille Zwilling von Deutschland-Koch Joachim Löw, 58.